Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu diesem Festgottesdienst, den wir heute miteinander feiern dürfen. Goldene Konfirmation des Jahrganges 1973. Das ist ein besonderes Privileg, dass wir das als Gemeinde mit den Jubilaren von damals gemeinsam feiern dürfen. Und heute freuen wir uns, dass wir das am 6. Sonntag nach Ostern tun. Er trägt den lateinischen Namen Ex Audi, was so viel heißt wie Höre meine Stimme, Herr, aus Psalm 27. Es geht heute also darum, vielleicht gerade auch zu dem Thema des Jubilarseins als goldener Konfirmand: Wie rede ich mit Gott? Wie hört Gott mich? Wie höre ich Gott? Die Kommunikation mit Gott im Gebet ist am Sonntag ex Audi das Thema schlechthin, über das wir als Christen nachdenken dürfen. Und das wollen wir auch miteinander tun. Herzlichen Dank für die Musik heute an der Orgel, Manuel Böhm. Herzlichen Dank auch der Lisa Reh, die in diesem Gottesdienst mitarbeitet. Und mein Name ist Pfarrer Eberhard Hoppe. Für den Sonntag ex Audi gibt es einen Spruch für die kommende Woche. Er steht im Johannesevangelium im 12. Kapitel, Vers 32. Und dort heißt es: Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Lassen Sie uns ein erstes gemeinsames Lied singen aus dem evangelischen Gesangbuch, die Nummer 155, 1 bis 4. Herr Jesu Christ, dich zu uns wenden. Lassen Sie uns gemeinsam beten aus dem evangelischen Gesangbuch, die Nummer 714. Dort finden wir den Psalm 27. Ich bitte die Gemeinde, die eingerückten Verse zu lesen, und ich lese die Verse, die nach vorne vorgeschoben sind. 714, Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang. Zu schauen, wie schön im Gottesdienst
Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht die Sorgen deiner Knechten. Denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Kommt, lasst uns den dreieinigen Gott anbeten. Wir bekennen unsere Verfehlungen mit Worten aus dem Psalm 65. Gott, du erhörst Gebet. Darum kommt alles Fleisch zu dir. Unsere Missetat drückt uns hart. Du wollest unsere Sünde vergeben. Erhöre uns nach der wunderbaren Gerechtigkeit, Gott, unser Heil, der du bist die Zuversicht aller auf Erden. Herr, erbarme dich. Das Wort der Gnade finden wir im Johannesevangelium im 14. Kapitel. Jesus Christus spricht: Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen Tröster geben, dass er bei euch sei ewiglich, den Geist der Wahrheit. Er bleibt bei euch und wird in euch sein. Darum kommt und lasst uns den Herrn loben. Neigen uns zum Gebet. Gott, Schöpfer des Alls, dein Licht leuchtet uns, dein Wort spricht uns an. Sende den Heiligen Geist, der uns tröstet und leitet. Sei bei uns, damit wir bei dir sind, heute und alle Zeit. Dies bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Hören wir auf die Lesung aus dem Johannesevangelium, Kapitel 16, die Verse 5 bis 15. Wir erheben uns dazu. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich: Wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun, über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit,
wird er euch in aller Wahrheit leiten. Und er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen gemeinsam das nächste Lied, EG 369, die Strophen 1, 4 und 7.
Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag ex Audi und zugleich für die goldene Konfirmation steht im ersten Buch Samuel, im dritten Kapitel, die Verse 1 bis 10. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zu derselben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen fingen an, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete, siehe, hier bin ich. Und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und lege dich schlafen. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief, und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede, Herr, dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Soweit der Text zum Nachdenken heute Vormittag aus 1. Samuel 3. Und nun, himmlischer Vater, bitten wir dich um deinen guten Heiligen Geist. Schenke uns, dass er nicht nur unsere Ohren trifft, sondern auch unseren Verstand und unser Herz öffnet, damit wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Und schenke mir die Freude, dein Evangelium zu verkündigen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder in unserem Herrn Jesus Christus. Eine Frau kommt aus dem Gottesdienst nach Hause. Ihr Mann steht allem kritisch gegenüber, was Kirche und Frömmigkeit anbelangt. Und er fragte einfach nur kurz und bündig, und worüber hat der Pfarrer gepredigt? Die Frau antwortete auch sehr knapp, über die Sünde. Er antwortete darauf, und was hat er dazu gesagt? Und dann antwortete sie noch knapper, er war dagegen. Gut, jetzt wissen wir endlich, wie der Pfarrer über Sünde denkt. Die Frage ist natürlich, hat man sich das nicht schon vorher denken können? Muss man dazu in den Gottesdienst gehen? Was hilft einem das? Viele Worte werden gemacht und was bleibt davon hängen? Was nehmen wir eigentlich aus einem Gottesdienst mit? Was bringen wir mit hinüber in unser Zuhause? Was sagt uns eine Predigt oder was sagt sie uns nicht? Konnte Gott mit uns ins Gespräch kommen? Das ist die Frage. Haben wir seine Stimme gehört? Hat er uns ermahnt, getröstet, gestärkt? Das wäre doch etwas. Oft genug hören wir viele Worte in dieser Welt. Überall ist man in Gespräche vertieft, kriegt Informationen, überlastet mit allem, was man lesen und schreiben und hören kann. Und dann gehen wir in den Gottesdienst und es geht da genauso weiter, wie wenn man WhatsApp löst oder Fernseher anmacht oder sonst irgendwo. Erwarten wir von Gott eigentlich noch etwas? Könnte Gott uns mit irgendetwas überraschen oder ansprechen? Das ist genau die Thematik, die wir heute Vormittag mit diesem Text aus dem ersten Buch Samuel vorgelegt bekommen. Es ist heute fast genauso wie damals. Der erste Vers beginnt, das Wort des Herrn war selten und es gab kaum noch Offenbarung. Wo hören wir noch Gott? Wo kommt er vor? Und wenn ihr, liebe goldenen Konfirmanden, heute mal Revue passieren lasst, als ihr die letzten Konfirmandenstunden noch hier in der Kirche erlebt habt, dann die Einsegnung zur Konfirmation, dann ist doch die Frage, was ist in den 50 Jahren alles passiert
in dieser Zeit seitdem? Was habt ihr mit Gott erlebt? Oder hat er sich nicht mehr gemeldet? Was ist in eurem Leben anders geworden, als ihr es geplant habt? Wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass ihr heute hier sitzt? Das sind doch ganz spannende Fragen, für die wir uns viel zu selten Zeit nehmen, mal drüber nachzudenken. Wir tun gut daran, Gott wieder etwas zuzutrauen, etwas von ihm zu erwarten. Von Gott her ist doch das Wichtige, dass er uns sagt, er will zu uns reden. Er will uns persönlich ansprechen. Das darf uns still machen und hörbereit. Wenn wir glauben und diesem Zuspruch dann auch was in unserem Leben in Bewegung geraten. Wir wollen schauen auf Samuel, was damals passiert ist. In unserem Abschnitt kriegen wir da ein paar ganz interessante Aspekte genannt. Ein erstes: Samuel war ziemlich überrascht. Das war für ihn komplett neu. Samuel hat am Tempel seine ganz normale Arbeit gemacht. Er kam dorthin etwa mit 8 bis 10 Jahren. Seine Mutter hatte ihn am Tempel sozusagen als Lehrling dem hohen Priester Eli abgegeben und hat ihn dort ausbilden lassen. Was machte er? Lehrjahre sind bekanntlich keine Herrenjahre, also macht man die Kleinarbeit, die der Meister eben so angibt. Nun hören wir auch noch, dass Eli fast blind geworden ist. Da ist ein vitaler, junger Adjutant genau hilfreich. Also hat er das gemacht, was Eli sonst hätte tun müssen. Ein bisschen sauber machen, ein bisschen aufräumen, ein bisschen für die Ordnung sorgen. Routinearbeiten im Tempel eben. Nichts Neues, vor allem nichts Spektakuläres. Ein grauer Alltag, so nennen wir das. Und ganz schnell wird man groß und älter und macht immer grauen Alltag und alles drumherum, so wie das bei Samuel auch war. Abends schloss Samuel dann die Türen zu, der Tempel war verschlossen. Er goss nochmal Öl in die Lampe beim Allerheiligsten, damit die nachts nicht ausging. Und dann legte er sich hin. Und da spricht Gott ihn mit Namen an. Das war für Samuel komplett neu. Sowas hatte er nachts noch nicht erlebt. Diese Stimme kannte er auch nicht. Sie war gänzlich fremd. Sie war überhaupt nicht vertraut klingend. Und es konnte eigentlich nur sein Meister sein. Das war der Einzige, der in der Nähe war und der ihn sonst mit Namen ansprach. Und so begibt er sich 3-mal zum Meister und sagt, du hast mich gerufen, was ist denn los? Und dann erst erkennt der Meister Eli, der hohe Priester, dass da wohl ein bisschen mehr dahinter sein könnte, denn er hatte nicht gerufen. Vielleicht doch Gott zu spüren. So überraschte die Stimme Gottes nicht nur den Samuel, sondern auch den hohen Priester Eli. Gott ist für Überraschungen gut. Ist uns das schon aufgefallen? Ganz spannend. Samuel suchte später einen neuen König. Was macht man, wenn man einen neuen König sucht? Ihm wurde gesagt, aus dem Hause Isai, dort gibt es einige Söhne, dort gibt es einen ganz heroischen Menschen, einen tapferen Krieger, der gut gebaut ist, der ein Ansehen hat in seiner Familie und in seiner Nachbarschaft, der wäre geeignet dafür. Samuel begibt sich dorthin, schaut sich den an und Gott sagt, der ist es nicht. Was der Mensch vor Augen sieht, ist das eine, aber Gott sieht das Herz an. Was sollte Samuel jetzt machen? Er sagt, Gott sei Dank, die haben noch mehr Söhne. 2., 3., 4., 5., ich sage es Ihnen gleich, der 8. war es. Der 8., der zierlichste, der kleinste, der unerfahrenste, der jüngste. Und außerdem hatte er gar keine Ausbildung, sondern er hat nur auf dem Feld gearbeitet, hat Schafe gehütet, ein bisschen Gitarre gespielt. Sein Name war David. Und Gott sagt, ja, genau der ist es. Das war eine Überraschung. Damit hatte Samuel nicht gerechnet. Als Jesaja seinen Dienst später einmal tat am Tempel und er routinemäßig seine Arbeit verrichtete, hat er plötzlich Gott gesehen in seiner ganzen Heiligkeit und war geblendet davon. Da hätte er ihn nicht erwartet, obwohl das genau der Ort war, wo Gott doch erscheinen wollte, nämlich im Tempel. Bei der Taufe von Jesus, was soll man bei einer Taufe schon erwarten? Er wird halt untergetaucht im Jordan, das hat Johannes gemacht.
Und dann war die Taufe doch erledigt. Aber da öffnet sich der Himmel und Gott überrascht alle Besucher und den Johannes, den Täufer und Jesus mit den Worten: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und als der Apostel Paulus kräftig und kämpfend von Jerusalem nach Damaskus zog und wollte dort mal für Ordnung sorgen in der christlichen Gemeinde, indem er sie ausmerzen wollte, weil es eine jüdische Sekte war und das gehörte sich damals nicht, da begegnete ihm der lebendige Gott und sagt: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und in diesem Moment hat damals Saulus sehr deutlich erkannt, dass Gott mit ihm spricht. Rechnen wir noch mit Gottes Sprechen in unserem Leben, auch wenn wir es gerade nicht erwarten. Er spricht bis heute. Ich möchte Ihnen erzählen von einer jungen Frau, die nach ihrem Abitur sich an der Universität bewarb. Sie wollte leidenschaftlich gerne Sportlehrerin werden. Und die Universität sagte ihr ab: Überfüllter Studiengang, keine Chance. Mit ihrer Mutter zusammen geht sie ins Gebet und fragt Gott: Wie soll es jetzt weitergehen? Und im Gebet wird beiden klar, auch wenn eine Tür zugeht, Gott kann Türen öffnen. Gut, Gott kann Türen öffnen. Aber was bedeutet das jetzt konkret für Sie in der Situation, wo es doch keinen Ausweg gab? Am Tag drauf will sie sich ja ein bisschen zerstreuen, besucht eine Party. Auf der Party begegnet ihr ein netter Herr, der sich herausstellt, dass er Dozent an einer privaten Sportschule ist. Interessiert kommen sie ins Gespräch, weil sie ja auch Sportlehrerin werden will. Sie bekommt eine Einladung fürs nächste Wochenende und soll doch mal in der Sportschule vorbeischauen. Dort hätten sie Tag der offenen Tür. Sie geht dorthin, kommt ins Gespräch, bewirbt sich, wird eingeladen zu einem Bewerbungsgespräch und sie wird genommen. Tag der offenen Tür. Gott kann Türen öffnen. Das ist doch eine Überraschung, die selbst heute noch funktioniert. Oder ich denke an Myra Wattinger, eine ziemlich unbekannte Frau, die 1943 in den Kriegsjahren vergewaltigt wurde. Sie wollte das Kind, das sie dadurch bekam, nicht austragen. Sie schrie zu Gott und fragte: Was soll ich jetzt machen? Und sie bekam von Gott die Klarheit: Behalte das Kind. Das fiel ihr wahrlich nicht leicht. Sie gebar einen gesunden Sohn, zog ihn groß, versuchte das Beste zu machen. Er studierte, wurde Chemiearbeiter und in seiner Firma entdeckte er, wie gut er Menschen ansprechen konnte und einladen konnte zum Glauben an Jesus Christus. Und eines Tages wird ihm klar, dass er Evangelist werden soll. Und er gründet mit seiner Frau ein Missionswerk, Life Today, das heute noch evangelistische Fernsehsendungen in amerikanischen Sendern herausgibt. So kann Gott manchmal Wege gehen, die ganz anders sind, als wir uns das vorstellen können. Er überrascht. Ein zweites, was ich entdecke: Er festigt den Samuel. Samuel hatte nicht die besten Voraussetzungen in seinem Leben. Seine Mutter war sehr fromm, die Hannah. Sie hatte versprochen, wenn sie überhaupt ein Kind kriegt, weil sie eigentlich unfruchtbar war, dann würde sie dieses Kind Gott weihen. Das hat sie getan. Gott schenkte ihr den Samuel und als der 8 bis 10 Jahre alt war, brachte sie ihn zum Tempel zu Eli. Sie war schon fromm, hatte das Kind fromm erzogen. Jetzt erwartete sie, dass Eli als hoher Priester das Kind noch frömmer machte. Und was passierte am Tempel? Eli ist ein alter Mann, fast blind, pflegebedürftig. Und seine Söhne, die er hatte, haben den Tempeldienst übernommen, aber ganz anders, als Eli ihnen das beigebracht hatte. Denn sie haben nicht nur das Opferfleisch zugerichtet für den Altar, sondern sie haben ein Drittel bis zur Hälfte einfach zur Seite getan und haben das privat verkauft, in die eigene Tasche gewirtschaftet und damit ihre Haupttätigkeit gehabt. Sie haben hin und her überlegt und gearbeitet und ihre ganze Tätigkeit war nicht mehr am Tempel, dort waren sie nicht mehr gesehen, sondern sie haben nur noch die Arbeiten gemacht, die ihren eigenen Verdienst
vorantrieb. Samuel hätte also schnell hier auf die schiefe Bahn kommen können. Samuel hatte Vorbilder, die ihm nun alles andere als Frömmigkeit zeigten. Und trotzdem hat Gott Samuel gefestigt. Er hat ihn gefestigt in seinem Lebensstil, in seiner Gewissheit, ordentlich zu arbeiten und in seinem Glauben, ein gottesfürchtiger Mitarbeiter am Tempel zu sein. Von den krummen Geschäften hielt sich Samuel wohlweislich fern. Ja, Samuel konnte sogar mit seinem gefestigten Glauben zu etwas ganz Besonderem kommen. Er konnte nämlich später dem König Saul sagen, dass nicht die Menge der Opfer Gott wohlstimmt, sondern dass der Gehorsam, auf Gottes Wort zu achten, der Lebensstil, sich nach Gott auszurichten, viel sinnvoller sind. Sein guter Tipp war deshalb in Samuel 15 nachzulesen: Gehorsam ist besser als Opfer. Was werden die Menschen also eines Tages von uns sehen? Werden sie die Leistungen sehen, die wir erbracht haben, das Geld, das wir verdient haben, die Position, die wir hatten, die Ergebnisse, die wir im Vereinsleben oder im Dorf hinterlassen haben? Oder werden sie vielleicht auch unser Wesen sehen, unsere Art und Weise, wie wir anderen Menschen begegnet sind, die Art und Weise, wie wir sie ermutigt haben, wie wir sie begleitet haben, wie wir im Gespräch mit ihnen auch im Glauben sie gestärkt haben? Samuel darf hier ganz deutlich sehen, er darf Gott dienen. Er darf Gott dienen trotz der misslichen Umstände. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, liebe goldenen Konfirmanden, aber vielleicht hat man manchmal in seinem Leben auch nach der Konfirmation nicht immer die besten Voraussetzungen gehabt, um durchs Leben zu kommen. Manche Schwierigkeiten und Hürden zu überwinden gehabt, an manchen Stellen vielleicht auch Niederlagen oder Tiefschläge erleben müssen, Schicksalsschläge oder Herausforderungen, die nicht einfach waren. Aber das Spannende ist, wenn Gott einen guten Baum pflanzt, dann bringt er auch trotz widriger Umstände gute Frucht. Und das darf uns zeigen, wie Gott festigt. Dass wir heute dieses Jubiläum feiern dürfen, ist einmal mehr Konfirmare, befestigen im Glauben. Ja, das ist in der Tat ein Grund, Gott zu danken, dass er schon 50 Jahre euch behütet und bewahrt hat und euch geleitet hat. Das darf uns im Glauben stark machen und darf uns festigen. Ein drittes, was ich bei Samuel entdecke: er wurde hörbereit. Er lernte hinzuhören, mit anderen Worten. Das war nicht die einzige Nacht, in der Samuel die Stimme Gottes hörte. Es war aber die entscheidendste Nacht, denn von da an war Samuel bereit, auf Gott in besonderer Weise zu achten. Er fragte immer wieder Gott an und hörte Gottes Stimme, und sie wurde ihm immer vertrauter. Jetzt ging er nicht mehr zu Eli, sondern jetzt lernte er die Stimme Gottes selber kennen. Und er erwartete eine Antwort von Gott, eine Wegweisung, und war deshalb bereit, sein Leben nach Gott auszurichten. So wurde Samuel hörbereit. Es ist eine gute Übung, hin und wieder in die Stille zu gehen, um sich selbst zu finden, aber auch um Gott zu finden. Einige tun dies, indem sie stille Zeit halten. Sie nehmen Gebet und Bibellesen, vielleicht eine Auslegung zur Tageslese, ein Kalenderblatt, ein Losungsbüchlein oder sonst irgendetwas und eine Zeit des Gebetes als eine persönliche Stärkung und ein Hinhören auf Gott, ex audi. Er hört uns und wir dürfen ihn hören. Einige besuchen aber auch Einkehrtage, Freizeiten oder andere besondere Veranstaltungen, in denen sie sich geistlich stärken. Wieder andere gehen dazu zu Exerzitien in Klöster, auch kein schlechter Weg. Und wieder andere lesen ein gutes Buch und kommen darüber ins Nachdenken über Gott. Samuel lernt so einen ganz neuen Gebetsstil. Nicht nur einen neuen Lebensstil, sondern einen Gebetsstil. Denn er hatte bisher immer gebetet, was ihn bewegt hat. Er hat Gott seine Anliegen vorgebracht und seine Wünsche sozusagen mitgeteilt. Aber jetzt hat er verstanden, dass Gott auch etwas von ihm wollte, dass er auch hinhören durfte, was Gottes Anliegen waren,
und dass diese Anliegen von ihm gehört werden durften. Beten ist also reden mit Gott und hören. Was hat er mir zu sagen? Und wie redet Gott zu uns? Das ist eine sehr schöne Vielfalt, die uns die Bibel nennt. Zum Beispiel redet Gott zu uns in Träumen. Josef in Ägypten durfte von den 7 fetten Ähren und den 7 mageren Ähren, von den 7 fetten Kühen und den 7 mageren Kühen 2 Beispiele sehen, wie Gott vorhatte, in den nächsten 7 Jahren eine Dürrezeit kommen zu lassen. Oder Josef und Maria werden im Traum dazu aufgefordert, das gefährliche Land Israel zu verlassen, weil König Herodes den Kindern nachstellte, und nach Ägypten zu fliehen, und damit wird die heilige Familie gerettet. Manchmal redet Gott aber auch durch Visionen. Wir haben es gerade gehört von Jesaja im Tempel oder von Paulus vor Damaskus. Manchmal redet Gott durch Engelgestalten, Boten, die er sozusagen gibt, wie zum Beispiel bei den 3 Frauen, die zum Grab von Jesus kommen und keinen Jesus mehr finden, sondern entdecken dürfen und entdecken müssen, was die Engel ihm sagen. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Manchmal aber ist Gott wirklich originell. Zum Beispiel bei Biliam redet er durch einen Esel. Und auch das ist eine spannende Sache, dass der Esel manchmal klüger ist wie die Propheten Gottes. Es kann uns die Augen öffnen, was Gott uns zu sagen hat, durch ganz unterschiedliche Dinge. Und nicht selten redet Gott ganz einfach durch sein Wort, nämlich durch die Heilige Schrift. Das Menschen ermutigt, etwas zu reflektieren, neu nachzudenken, einen neuen Impuls zu bekommen. Und das ist das Spannende. In einem Lied singen wir deshalb, Gott hat 4000 Weisen zu retten aus dem Tod. Eine bunte Palette, wie Gott zu uns spricht. Gott möchte uns erfreuen. Gott will uns wertschätzen. Er beauftragt uns zu Boten seiner guten Nachricht. Und Gott möchte durch uns Gutes tun und Gutes weitersagen zu anderen, dass diese ermutigt und gestärkt werden. Gott hat also Großes mit uns vor. Wenn wir also meinen, mit der goldenen Konfirmation sei nun der Ruhestand erreicht, man könnte jetzt vom Glauben her sozusagen die letzten Tage ganz gelassen verbringen, so dürfen wir uns getrost immer noch in die Aufgaben Gottes hineinversetzt wissen. Ein Mose war 80 Jahre alt, als er losging und das Volk Israel in die Wüste hineinführte. Ein Abraham war 75 Jahre. Bei Gott zählt nicht das Alter, sondern bei Gott zählt, lässt du dich rufen. Das ist die Herausforderung, die wir anpacken dürfen. Und so dürfen wir lernen, dass Gott Großes mit uns vorhat und was wir von ihm erwarten. Da möchte er mit uns ins Gespräch kommen. Gott spricht zu dir und zu mir und das zeigt, wir werden gebraucht. Überrascht, gefestigt, hörbereit. Das sind die 3 Aspekte, die uns Samuel weitergibt. Und das darf uns auch aus diesem Gottesdienst mit nach Hause begleiten. Und so bitten wir dich, Herr, dass du mit deinem guten Geist uns weitergeleitest, dass du uns zeigst, wo wir überrascht werden von dir, wo wir gefestigt werden und was wir hören dürfen von dir. Segne du uns dabei. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lassen Sie uns aus dem Lied 317, Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, die Verse 1 bis 3 miteinander singen.
Liebe Jubilare, liebe goldene Konfirmanden, 50 Jahre ist es her, fast auf den Tag genau, es war exakt der 27. Mai 1973, als Pfarrer Alfred Henrich hier in dieser Kirche Sie eingesegnet hat. 50 Jahre ist es nun her, dass Gott der Herr Sie begleitet hat, konfirmare, befestigen, wörtlich übersetzt, Ihren Glauben gefestigt hat und Sie wachsen ließ an diesem Glauben und damit immer noch weitermacht. So dürfen wir heute in diesem Gottesdienst ganz besonders dankbar sein für diese Zeit der Bewahrung, diese Zeit, die Sie geschenkt bekamen, um mit Gott Erfahrungen zu machen und das Leben zu gestalten. 50 Jahre ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist ein Stück Gnade. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass Sie heute alle hier zusammengekommen sind. Wir wollen ganz besonders an die denken, die heute nicht dabei sein können. Aus der Konfirmandengruppe 1973 sind aus gesundheitlichen Gründen heute nicht in der Lage, hier dabei zu sein, Frau Valentina Gogala und Frau Heike Schnauz. Wir denken besonders auch in unseren Gebeten an die beiden. Wir wollen aber auch nicht vergessen, dass wir hier vorne zwei Kerzen aufgestellt haben. Zwei Kerzen, die daran erinnern, dass aus der Konfirmandengruppe von 1973 auch zwei Teilnehmer nicht mehr unter uns weilen, weil sie inzwischen verstorben sind. Herr Uwe Wagner, er verstarb am 5. Mai 1999 und Herr Volker Busch, er verstarb am 25. Februar 2021. Wir erheben uns und gedenken der Verstorbenen im Gebet. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für das Leben der zwei Jubelkonfirmanden, die nicht mehr unter uns sind. Wir danken dir für das, was du ihnen in ihrem Leben geschenkt hast und wo du sie behütet und bewahrt hast. Wir danken dir für das, was sie in die Gruppe mit eingebracht hat und in der Dorfgemeinschaft bedeuten durften. Und wir bitten dich, schenke uns allen das Bewusstsein, dass unser Leben begrenzt ist, dass wir aber die Hoffnung haben in der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Du bist der Lebendige, du bist das A und O, und du lädst uns ein, eines Tages bei dir zu sein. Dazu stärke unseren Glauben in besonderer Weise. Amen. Während die Gemeinde sich nun bitte wieder setzt, darf ich die Jubelkonfirmanden bitten, hier um den Altar sich aufzustellen. Liebe goldenen Konfirmandinnen und Konfirmanden, vor 50 Jahren haben Sie auf einer Kniebank hier vorne den Segen des Herrn empfangen, so war das damals üblich. Heute verzichten wir auf das Niederknien und damit die Gemeinde Sie auch sieht, auch die Kamera Sie sieht, zeigt eher Lisa Reh und ich Ihnen den Rücken, in Anführungsstrichen, zur Gemeinde hin, aber Sie werden gesehen. Wir haben extra aus dem Kirchenbuch die Konfirmationssprüche noch einmal herausgeholt, um sie in Erinnerung zu bringen und dürfen Ihnen die nun in einer Ehrenkunde zusprechen. Dietmar Clemens. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. So im Psalm 86, Vers 11. Gottes Segen. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Hebräer 12, die Verse 1 und 2a.
Hans-Günther Hermann. Aus Lukas 8, Vers 50. Jesus antwortete: Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Gottes Segen, herzlichen Glückwunsch. Jo Klein. Des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Psalm 33, Vers 4. Jürgen Kuhn. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Johannes 14, Vers 6. Herzlichen Glückwunsch, Gottes Segen. Doris Morris, geborene Schneider. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Hebräer 13, Vers 9. Annegret Rieh, geborene Geil. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Psalm 37, Vers 5. Gottes Segen, herzlichen Glückwunsch. Udo Reh. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. 2. Korinther 5, Vers 10. Elke Rein, geborene Dietrich. Aus 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist, und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Gottes Segen, herzlichen Glückwunsch. Christina Wagner, geborene Hain. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Römer 8, Vers 28. Dieter Wagner. Aus Markus 9, Vers 23: Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Gottes Segen, herzlichen Glückwunsch. Und nun bitten wir um den Segen des Herrn für euch als goldene Konfirmanden. Gott, der Herr, segne euch. Er behüte und bewahre euch im rechten Glauben zum ewigen Leben. Er stärke und erhalte euch. Er schenke euch die Kraft, die ihr braucht. Und er begleite euch und lasse sich seine Nähe spüren, dass er euch begleitet. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Sie dürfen wieder Platz nehmen. Lasst uns beten.
Himmlischer Vater, wir danken dir für die goldenen Konfirmanden, die wir heute noch einmal besonders unter deinen Segen stellen durften. Wir danken dir für die 50 Jahre, in denen du sie bewahrt hast. Und wir danken dir für das, was sie damals im Konfirmandenunterricht bei Pfarrer Henrich alles haben lernen und austauschen dürfen, um ein gutes Fundament zu haben für ihr Leben. Wir bitten dich nun, begleite du sie weiter in die kommende Zeit, in die kommenden Jahre. Lass sie aus deinem Wort immer wieder aufatmen und durchatmen. Schenke du ihnen die Nahrung des Glaubens, damit sie satt werden und wachsen dürfen zu dir hin. Schenke ihnen die Gewissheit, dass sie nicht alleine sind, sondern dass du mit ihnen gehst. Und schenke sie die Erfahrung, dass du immer wieder spürbar bist. So bitten wir dich um deinen Segen in besonderer Weise für die goldenen Konfirmanden. Danke, Herr, dass du sie begleitest und dass du mit ihnen gehst. Amen. Von dem begonnenen Lied 317 singen wir nun die Verse 4 und 5. Lasst uns miteinander und füreinander beten, wir erheben uns dazu. Himmlischer Vater, an so einem Festtag wie heute sagen wir dir besonders Danke. Danke für die Gemeinde, danke für dein Wort, danke für die Gemeinschaft, die wir untereinander haben dürfen, danke, dass wir feiern dürfen. Danke, dass du uns so viele Gelegenheit schenkst, in diese Welt zu schauen. Ja, wir sehen auch die Mängel und die Schwierigkeiten, aber allzu schnell übersehen wir die guten Dinge und die schönen Dinge, die du uns schenkst. Dir sei Dank dafür. Herr, wir bitten dich aber heute auch ganz besonders an diesem Tag für viele Menschen, die auch krank oder angeschlagen oder alt in unserem Dorf sind und nicht so gut zurechtkommen. Wir bitten dich für Corona-Erkrankte und Impfgeschädigte, die nach wie vor sich noch damit rumschlagen müssen. Und wir werden nicht müde, dich auch immer wieder um Frieden zu bitten in der Ukraine, aber auch in Somalia, Äthiopien, im Südjemen. Wir bitten dich um Frieden in Mali, in Ländern wie Iran und wo auch immer, selbst im Heiligen Land, Herr. Du bist der Herr über diese Erde. Und wir bitten dich, schenke Weisheit und Barmherzigkeit denen, die die Entscheidungen treffen müssen. Mach du Krieg, Hass, Terror und Gewalt ein Ende in dieser Welt. Wir denken heute auch an die Menschen, die unter den Naturkatastrophen leiden, seien es Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Aber diese Woche haben wir auch wieder von Flutkatastrophen in Italien gehört, von Dürren in Afrika und ähnlichen Ländern mehr. Herr, du allein bist der Herr über diese Erde. Und wir bitten dich um Weisheit für die Menschen. Ganz besonders denken wir aber auch an Menschen, die traurig sind über den Verlust eines liebgewordenen Menschen.
In unseren Gemeinden haben wir zu Grabe getragen Matthias Wienicke. Am 29. April verstarb er im Alter von 64 Jahren und wurde am 9. Mai auf dem Friedhof in Hirzenhain beigesetzt. Das Wort aus Römer 8, Vers 38 tröstete die Gemeinde. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und Luise Maria Lang, geborene Schneider, verstarb am 1. Mai im Alter von 82 Jahren. Sie wurde am 12. Mai auf dem Friedhof in Hirzenhain beigesetzt mit dem Geleitwort aus Jesaja 45, Vers 24. Im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Herr, wir danken dir für die Hoffnung, die du uns gibst in der Auferstehung von Jesus Christus. Wir befehlen dir die Verstorbenen an und bitten dich besonders für Kraft und Beistand der Angehörigen. Begleite du sie, tröste du sie in der Gewissheit, dass wir eines Tages bei dir im himmlischen Jerusalem eine Heimat der Geborgenheit und des Friedens haben in dir. Und alles, was wir ganz persönlich in unserem Herzen bewegen, bringen wir nun in einem Moment der Stille vor den Herrn. Herr, höre unser Gebet. Und wir beten weiter mit den Worten, die Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz. Die Abkündigungen für heute. Die Kollekte ist heute bestimmt für unsere eigene Gemeinde. Gott segne Geber und Gaben. Wir laden ganz herzlich ein zu den Gottesdiensten am kommenden Pfingstwochenende. Am Pfingstsonntag, dem 28. Mai, findet um 9.30 Uhr ein Gottesdienst zum Pfingstfest im Pfarrgarten statt mit Pfarrer Hoppe. Und um 10.45 Uhr ist Kindergottesdienst. Am Pfingstmontag findet um 10 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst in Hirzenhain in der Kirche statt mit Pfarrer Brück. Im Anschluss gibt es Kirchencafé. Am Samstag, dem 12. August 2023 um 15.30 Uhr laden die evangelischen Kirchengemeinden Hirzenhain und Simmersbach zu einer Fahrt zur Freilichtbühne nach Hallenberg ein. Dort wird die Passion aufgeführt. Es sind noch Plätze frei und es kann sich im Gemeindebüro noch angemeldet werden. Wir wünschen allen Goldkonfirmanten noch einen schönen Festtag zusammen und singen nun gemeinsam das letzte Lied, EG 140, die Verse 1 bis 4. Thank you.
Wenn wir nun in die kommende Woche gehen, so gehen wir nicht alleine. Gott begleitet uns durch sein Wort, er stärkt uns mit der frohen Botschaft von Jesus Christus und er ermutigt uns zu hoffnungsvollen Taten der Nächstenliebe durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir erheben uns und bitten um den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Sonntag, ein herzliches Gott befohlen. Wir nehmen noch einmal Platz und hören auf das Orgel-Nachspiel.